nämlich den Alex und den Sos. Und natürlich ist der Philipp auch noch mit dabei. Was geht ab, Freunde? Phineas hier. Und ja, wir machen Teil 1 und Teil 2 auf dem Kanal. Ja, genau. Zwei Teile auf jeden Fall. Den zweiten Teil bei Philipp finden. Wir werden jetzt hier ein bisschen zaubern mit den Jungs. Sie werden mit uns zaubern. Ihr könnt euch ja mal vorstellen. Ja, genau. Ich bin Alex und ich mache Zaubertricks. Erste Link im Shop. Ja, was ist das? Ja, ich bin Sos und ich verdiene mein Geld damit, dass ich Leute verarsche. Ja, jetzt seid ihr an der Reihe. Okay, fang an. Du darfst anfangen, ja. Ich gebe dir den Vorschlag. Also ich mache ja was ganz Ausgefallenes, ganz Verrücktes. Hättet ihr nie mitgerechnet? Ein Kartentrick. Ein Kartentrick. Denkst du jetzt bestimmt, ist der reine Wahnsinn. Und Stefan, habe ich recht, dass hier alles verschiedene Karten sind? Alles verschiedene Karten. Nicht alles, ganz normales Karten. Alles die gleichen Karten. Ich zeige es auch mal. Hier in die Kamera und da und da und hier und da. Also alles verschiedene Karten. Machen wir einfach mal. Ich gehe mal hier durchs Kartenspiel durch und du sagst einfach irgendwann Stopp, ja? Okay. Stopp. Hier, sicher? Ja. Schau dir die Karte an. Merkst du die? Ja. Pass auf, wir machen das noch ein bisschen besser. Nimm mal bitte den Stift. Ja. Und schreib mal deinen Namen richtig schön groß auf die Vorderseite hier von der Karte. Ja? Kannst auch hinlegen, ich kann mich auch wegdrehen. Ich kann die Karte auch sehen, ich habe den Trick schon mal gesehen. Nimm dir dafür ruhig Zeit, wir müssen die 4 Minuten voll kriegen für das AdSense-Konto. Habe ich. Was? Mhm. Perfekt. Also wie gesagt, es ist eigentlich vollkommen egal, ob ich die Karte sehe. Zeig sie ruhig auch noch meinen Kameras. Perfekt, weil wir machen jetzt was recht Ungewöhnliches mit der Karte. Gib's mal her. Mhm. Also ich heb's mal gegen das Licht und du siehst, es sind hinten keine Markierungen. Das heißt, man kann nicht sehen, welche Karte es ist. Auch von vorne, du siehst die Rückseite scheinlich durch. Das heißt, als Zauberer hast du keine Chance zu sehen, was die Karte jetzt ist. Mhm. Also, okay. Ich hab geguckt. ich mach eigentlich was anderes und zwar, ich mach die Karte kaputt. Man sieht, hier ist deine Unterschrift drauf. Es gibt keine andere Karte mehr, die so aussieht wie diese. Außer du hast schon mal eine Karte da unterschrieben. So, ich knick hier einmal die Ecke von der Karte einmal um. Ja. So, das ist jetzt was du gut von oben filmen kannst. Dann knicke ich die Ecke hier einmal wieder zurück so, und reiß hier die Ecke auch ab. So, abgerissen. Jetzt kommt der gute Teil an dem Trick. Pass auf. Na? Einfach gegessen. Schmeckt? Mhm. Die Pik Dame ist ein bisschen besser. Schmeckt fischig. Mhm, richtig. Pik Dame ist eher nussig. Aber, pass auf. Und? Na? Philipp, streck mal bitte deine Hand aus. Am besten so. Und halt mal die Karte hier gut fest. Ja, ja. So, jetzt kommt unser romantischer Moment. Das sieht auf jeden Fall richtig sexy aus. Und die Karte rum? Ist deine Unterschrift da drauf? Ist jetzt sogar ein bisschen verschmiert? Ey, was? Wie hast du das denn gemacht? Gut, oh, Verzeihung. Ich ziehe auch mal an der Ecke. Was? Zieh mal an der Ecke, ist sie da wirklich dran, fest dran? Ist wieder ganz? Ja. Komplett ganz? Gib's mal Stefan, gib's mal Annie. Nee, das gibt's nicht. Ist einfach ganz. Die ist auch der Knick, den fühlt sich ja sogar. Was? Und das Klebekarten. Was denn, ey? Ich darf's natürlich behalten, können wir verlosen. Jo, das war's von mir. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, warte, wir mal. Einmal Applaus hier auf. Okay, Freunde, der Sos macht jetzt den nächsten Zaubertrick. Ja, okay, ich fange mal an. Ich habe hier zwar noch zwei Kartenspiele, die noch vollkommen verpackt sind. Die brauchen wir später noch. Darauf kommt es zu. Also, Leute, die zuschauen, vielleicht mal darauf achten, dass hier keiner was austauscht für später. Aber ich nehme jetzt mal Alex seine Karte. Ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich. Okay, ich hoffe, ihr habt ja schon vorhin gesehen, die sind ja alle normal. Wir werden gleich versuchen, damit was zu machen. Aber wir fangen ganz einfach an. Wir haben hier wieder ein Kartenspiel. Ich würde dich bitten, eine Karte zu ziehen. Ist egal, welche, schau weg, lass dich nicht beeinflussen, okay? Nimm ist mir wirklich egal. Kein Kochlecker. Ein Skeptiker. Du sollst noch eine Karte ziehen. Oh. Okay, nimm. Okay. Schau sie gut an. Merkst du dir? Zeig sie mal den anderen, ich dreh mich auch weg. Ich zeig am besten an meine Kamera. Okay.
Sobald ihr fertig seid, einfach Bescheid geben und an den Großteil. Dass ich sie nicht sehe. Fertig. Fertig? Okay. Sehr gut. Okay, wir werden jetzt erstmal die Karte ein bisschen wieder ins Kartenspiel wieder reinbringen. Ich würde dich dafür bitten, einfach mal die Karten so einmal durchrasseln und du bist jetzt irgendwo reinstecken, okay? Ist mir egal wo. Einfach irgendwo rein. Warte. Und. Okay, das heißt, die Karte ist irgendwo im Spiel drin. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wir werden versuchen, einfach mal die Karte wiederzufinden. Aber auf eine etwas interessante Art und Weise. Weil wenn ich jetzt schnipse und deine Karte ist oben, wäre langweilig. Ja? Zeig mal die Kamera. Okay, zeig jetzt mal die Kamera. Das war die Pik 10. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Deswegen machen wir es mal ein bisschen interessanter. Wir nehmen mal die Pik 10 und schieben die mal wirklich ins Kartenspiel rein. Okay, einfach mal irgendwo in die Mitte und jetzt versuchen wir es zu finden. Nochmal als kleiner Beweis, ich drehe mal die oberste Karte um. Es ist nicht die oberste Karte, es ist auch nicht irgendwie die unterste Karte. Einfach mal gucken. So, sehr gut. Jetzt gleich werde ich versuchen, die Karte wirklich auf eine interessante Art und Weise zu finden. Ich habe hier mal ganz zufällig mein Handy dabei, falls es mir glaubt oder nicht. Hier kannst du es dir einfach mal anschauen, ob es ein normales Handy ist, ob man damit irgendwas machen kann. Vielleicht sogar telefonieren. Telefonieren wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Okay, es hat ein paar Risse drin, das ist kein Problem, das sehen wir gleich. Wieso? Kannst du mischen oder magst du vielleicht mischen? Ja, lass mich mal. Okay, dann misch einfach mal die Karten. So, ich werde mal ein bisschen mein Handy anlocken. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ihr meinen Code nicht sehen dürft. So. Okay, wenn du bereit bist, einfach mir mal die Karten geben. Ja. Ich hoffe, ihr wisst noch, welche Karte es war. Welche Karte war es denn? 10 Pik. Pik 10. Ich zeige es einfach mal noch kurz. Hier irgendwo ist die Karte. Auf 3. 1. 2, 3. Guck mal, halt mal die Karten fest und wir gucken mal. Zeig es mir in die Kamera. Guck mal, wir haben die Karte hier im Handy. Falls ihr es mir nicht glaubt, ich hole sie jetzt mal raus. Kannst du vielleicht das mal aufhalten und in der Kamera zeigen. Hör mal, das ist das. Hier, nee. Pik 10. Einfach aus dem Handy rausgeholt. Wenn der nicht komplett auf der Liste ist. Was, Alter? Ja, Freunde, das war's jetzt soweit auch von den Zaubertricks. Schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei und natürlich auch bei Philipp, denn da kommt der zweite Teil. Auf jeden Fall abchecken und den beiden überlasse ich jetzt das Schlusswort. Tschüss. Auf rein, tschüss. Was geht ab, Freunde? Hier ist Duffy und herzlich willkommen zu einem Pack-Opening.